Hallo Leute, da bin ich wieder. Nach einigen Jahren im Dauereinsatz hat unsere elektrische Zahnbürste den Geist aufgegeben. Ich habe mich aber schon immer gefragt, wie sieht eigentlich das Innenleben von so einer elektrischen Zahnbürste aus? Also wird es Zeit, das herauszufinden. Wie die wenigsten von uns habe ich auch so ein Teil noch nie zerlegt. Aber ich beginne mal mit dem unteren Teil. Da wird die Bürste zum induktiven Laden in das Ladegerät gesteckt. Die Zahnbürsten sind ja so gebaut, dass sie an sich wasserdicht sind. Deshalb ist das Ganze recht fest miteinander verbaut. Aber etwas Gewalt kann nie schaden. Ja, und zum Vorschein kommt als erstes die Kupferdrahtwicklung für das induktive Laden. Diesen Abschnitt beim Zerlegen hat die Kamera leider unscharf abgelichtet. Deshalb beschleunige ich diesen Teil. So, ich habe es geschafft. Das Innenleben kann aus der Hülle entfernt werden. Ja, und wie man sehen kann, hat sich das Wasser mit den Jahren seinen Weg nach innen gesucht. Und das Ganze sieht schon ziemlich oxidiert und verrostet aus. Kein schöner Anblick. Kein Wunder, dass die Zahnbürste nicht mehr funktioniert hat. Den Aufbau der Bürste kann man ganz gut erkennen. Erst kommt die Kupferwicklung, dann der Akku und der Motor und dann ist da praktisch das Getriebe, das die drehenden Bewegungen des Motors in das Hin- und Herbewegen des Bürstenkopfes umwandelt. Das Metallgerippe hält die ganze Struktur der Zahnbürste zusammen. Das wird jetzt auch zerlegt. Ja, und hier kommt schon der Motor zum Vorschein. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sogar noch funktioniert. Das werde ich jetzt mal gleich testen. Ja, Netzteil anklemmen, Plus- und Minuspol anschließen und ja, der Motor läuft, wie gesagt. Und zu guter Letzt, wenn wir schon dabei sind, zerlegen wir das elektronische Bauteil und den Akku auch noch auseinander. Und ich muss sagen, es hat mich ganz schön überrascht, aus wie vielen Bauteilen so eine elektrische Zahnbürste besteht. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.